Unsere Reise beginnt in Zernetz, im Engadin. Postautofahrer Tino Hohenecker fährt die Strecke fast jeden Morgen. Geschätzte Fahrgäste, ich begrüße Sie auf der Postautolinie 811 nach Müchtermals. Mein Name ist Tino Hohenegger und ich wünsche euch eine angenehme Fahrt. Diese Route führt durch zwei Länder. Sie verbindet die Schweiz mit Italien. Es geht von Zernetz bis nach Malz. Das Postauto schiebt sich über den Ofenpass an den östlichsten Zipfel der Schweiz. Dann geht es vorbei am UNESCO-Welterbe-Kloster St. Johann in Müchtair, bevor die Engadin-Meran-Linie den Bahnhof von Malz in Südtirol erreicht. Das Postauto wird auf seiner Fahrt über 1000 Höhenmeter überwinden. Doch nun geht es erst mal rund 800 Meter bergauf. Das ist mehr eine Reise anstatt einer Linie. Man fährt durch den schönen Nationalpark, man hat es abwechslungsreich, fährt auf den Ofenpass rauf, man hat ein ganz schönes Panorama. Dann fährt man wieder ab in ein wunderschönes Tal, wo sich jeder kennt. Dann fährt man über eine Grenze in ein anderes Land. In Italien, wo das Flair ein bisschen anders ist, bis zur Endstation Malz. Es ist abwechslungsreich und das ist es, was es ausmacht. Tino ist 31 Jahre alt. Er ist in der Gegend aufgewachsen und fährt die Engadin-Meran-Linie seit über 6 Jahren. Unterwegs zu sein hat in seiner Familie Tradition. Ja, ich bin schon als Kind immer über den Ofenpass gefahren. Und mein Vater ist schon immer Lastwagen gefahren und mein Onkel fährt Postauto. Und ich bin immer schon mitgefahren. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich habe gewusst, ich will das auch machen. Hier gibt es keine Zugverbindung. Über den Ofenpass führt nur diese eine Straße. Für die Einheimischen des dahintergelegenen Tals ist sie die einzige Verbindung zum Rest der Schweiz und deshalb eine wichtige Route. Ein Besuchermagnet ist die Ofenpassstraße aber auch für viele Touristen. Sie führt durch den Schweizerischen Nationalpark. Mit 170 Quadratkilometern das größte Naturreservat der Schweiz. Auch das macht diese Postautolinie so beliebt. Frühmorgens, hoch auf dem Ofenpass, ist man noch allein mit der Natur. Über Nacht hat es geregnet. Die Wolken hüllen die Umgebung in ein flauschiges Bett. Die im Sommer vielbefahrene Ofenpassstraße ist noch nicht zum Leben erwacht. Von der Postautohaltestelle Stabelchot gelangt man in den Nationalpark. Kurz nach Sonnenaufgang sind Pia Anderwald und Dominik Godli unterwegs. Die Biologin und der Parkwächter sind auf Fuchsspurensuche. Die Natur hier steht erst seit Parkgründung 1914 unter Schutz. Vorher diente sie eher als Rohstofflieferant. Wir sind in einer Kulturlandschaft, die vom Menschen sehr stark geprägt ist. Also das heißt, das sagt schon der Name Ofenpass, Ilforn eigentlich. Das kommt von den Schmelzöfen. Überall standen da ganz große Schmelzöfen. Und das heißt also, mit dem Bergbau hat man hier schon eigentlich 1350 sind die ersten Daten, die man weiß, dass da Erz abgebaut wurde. Und zum Erzbauen braucht man Unmengen von Holz. Diese Wälder sind etliche Mal fast komplett abgeholzt worden. Und jetzt ist es natürlich umso schöner zu schauen, wie sich das regeneriert und die ersten Arten wieder Fuß fassen. Wir sollten eigentlich in 400 Jahren wieder zurückkommen und schauen, wie sich das entwickelt hat. Über ein Jahrhundert hinweg haben sich Tiere und Pflanzen die Natur zurückerobert. Und noch mehr Orte erzählen Geschichten von früher.
Auf rund 2000 Höhenmetern liegt die Alp Stubble-Chaude. Vor Gründung des Nationalparks wurde sie als Weideland genutzt. Eine Wiederbewaldung ist ausgeblieben. Die freien Flächen ziehen aber auch heute viele Tiere an. Mittlerweile hat sich sogar eine Wölfin im Park angesiedelt. Pia ist mit ihrem Team hier zuständig für die Fuchs- und Kleintierforschung. Was wir spezifisch untersuchen möchten, ist, welchen Einfluss hat die Wiederkehr vom Wolf auf das Ökosystem. Und die eine Linie ist einmal Wolf, Beutetiere, also Rothirsche zum Beispiel oder auch Gämsen und Vegetation. Aber was man nicht vergessen darf, ist, seit mehr als 100 Jahren war jetzt der Rotfuchs der größte Beutegreifer im Park. Und wenn der Wolf wieder zurückkommt, dann hat das wahrscheinlich auch einen Einfluss auf den Rotfuchs. Und da würde man erwarten, dass es natürlich dann auch Einfluss auf direkte Beutetiere vom Fuchs hat. Und das wären eben die Kleinsäuger, das heißt Wühlmäuse, Mäuse. Deshalb haben wir jetzt 16 Stück von diesem Spurentunnel ausgelegt. Da können wir dann auch bestimmen, welche Arten sind vorhanden. Auf Fuchssuche zu sein, heißt für Pia und Dominik auch, auf Fuchskotsuche zu sein. Da, Pia. Hey. Schau da. Sehr gut. Ja, sehr gut. Im Verschiedenen noch, ha? Vielleicht die zwei, also die zwei, drei kleine Details. Nehmen wir das? Ja, genau. Gut, ich denke auch. Das ist Fuchskot. Den erkennt man eigentlich ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie Kot von einem mittelgroßen Hund, aber mit sehr viel Haaren drin. Und oft ist da noch wie so ein kleines Haarschwänzchen dran. Verwechseln kann man das sonst mit Marderkot, der ist aber normalerweise kleiner und vor allem viel dünner. Oder Wolfskot, der aber sehr viel größer ist und auch entsprechend intensiver riecht nach Wolf. Ja, das ist dann schon nicht gut. Durch die Fuchskotanalyse können Sie Rückschlüsse auf die Verteilung der Füchse im Park vornehmen und auch deren Nahrung untersuchen. Kaum kommt die Sonne raus, lassen sich die neugierigen Murmeltiere blicken. Sie fühlen sich auf den Wiesen und Freiflächen sichtlich wohl. Und noch jemand findet Gefallen an der Wärme. Die Kreuzotter. Sie ist die einzige Schlangenart im Nationalpark. Das Weibchen erkennt man an der braunen Färbung. Es ist größer als das Männchen und häutet sich etwa 2 bis 3 Mal im Jahr. Das ist für mich schon ein stattliches Weibchen. Ja. Und natürlich, so im Sommer durch, müssen sie natürlich, haben sie noch einen, zwei Gründe, damit sie sehr viel in der Sonne liegen. Wenn sie eine Maus gefressen haben, dann müssen sie in der Sonne bleiben, das hilft ihr zu verdauen. Und wenn sie ihre Kleinen drin haben, sie auszubrüten. Sie sind viviparous, wie man sagt, lebend gebärend. Und sie gebären sie eigentlich und zum sie gebären, müssen sie Wärme haben, damit ihre Eier in sich eigentlich ausbrüten. Wenige Minuten später ein Wetterumschwung. Hagel. Dominik und Pia müssen die Fuchsspurensuche abbrechen. 1922 fuhr das Postauto erstmals von Zernetz bis ins Münstertal. Bis heute ist dies die einzige ÖV-Verbindung in der Gegend. Gut, dass die Straße über den Pass im Sommer wie im Winter befahrbar ist. Die Strecke ist auch bei Bikern und Wanderern beliebt. Bikerin Nicole Chenette musste früher regelmäßig mit dem Postauto zur Berufsschule fahren. Das Postauto erinnert mich an die jungen Jahre, als es über den Pass ging. Ich habe dort immer meine Aufgaben noch gemacht oder gelernt. Nächste Haltestelle, Sisomgiwe, Passhöhe, das ist jetzt der höchste Punkt der Linie. Wir sind jetzt auf 2149 Meter. Auf dem Ofenpass beginnt das Walmischteir. Die Heimat von Nicole und Tino. Hier spricht man vor allem Rätoromanisch. Die Menschen kennen und duzen sich. Tino und Nicole sind schon gemeinsam zur Schule gegangen.
Und, Nicole, wo gehst du hin? Ich gehe ein bisschen da oben rüber. Halb der Mund, halb Champatsch. Ein bisschen abschalten. So. Grazie. Ja, allora. Bel di. Meretaia, svolta. Ciao, bel di. Ciao. Wo ich es am schönsten finde auf der Strecke ist, wenn man auf dem Ofenpass auf der Passhöhe ist. Das ganze Tal von oben sieht, mit den ganzen Bergen, mit dem Panorama, je nachdem, welche Jahreszeit es ist. Sind alle Jahreszeiten schön da. Dass man das Gefühl hat, in diesem Tal wohne ich, da bin ich daheim. Die Passhöhe ist Tinos Lieblingsort. Hier hat er geheiratet. Hier kann er auf sein Tal blicken, das Val Mischteir, auf Deutsch Münstertal, italienisch Val Monastero. Von der restlichen Schweiz weiter entfernt als das nahegelegene Italien. Doch dazu später mehr. In den Bergen hat der Sommer begonnen. Dank des milden Klimas entdeckt man selbst auf über 2000 Metern eine artenreiche Flora. Nicole ist oberhalb der Postautoroute, nahe Alp d'Amont, unterwegs. Val Mischteir sind meine Wurzeln. Da fühle ich mich daheim. Wenn ich hier allein unterwegs bin zum Biken, da fühle ich mich frei. Es ist ein bisschen wie über den Boden zu fliegen und gleichzeitig doch die Natur zu spüren und die Landschaft zu genießen. Um mit dem Weg oder den Steinen ein bisschen zu spielen. Und ich kann so am besten abschalten nach einem langen Tag. Die Gegend rund um das Val Mischteir war immer ein sagenumwobener Ort. Bei diesen Sanddolinen, so erzählt man sich, lebten einst feenhafte Wesen, die Dialen. Sie halfen den Bauern, wo sie konnten. Doch als eines Tages jemand ihre schönen Leintücher stahl, waren die Dialen so empört, dass sie für immer verschwanden. Viele Menschen meinen, wir wohnen abgelegen, im hintersten Eck von der Schweiz. Wir nennen es eigentlich das Herz der Alpen. Und genau im Mittelpunkt, dort wo es am schönsten ist. Wir finden hier endlos viele Trails, gute Menschen und die schönste Landschaft. Nicole ist im Val Mischteir aufgewachsen und fühlt sich der Gegend verbunden. Deshalb hat sie sich der Reitler Val angeschlossen, der ersten Bikeschule der Region. Ich muss nicht reich werden. Ich bin reicher, wenn ich draußen in der Natur, an einem schönen Ort wohne, wo meine Familie daheim ist, wo ich mich wohlfühle. Und jetzt mit Reitler Val kann ich das Hobby zum Beruf machen. Und für mich ist es gar nicht das Arbeiten, sondern das Glücklichsein in der Natur. Mit Menschen Zeit verbringen, ihnen die Landschaft zeigen. Mehr brauche ich nicht. Das ist für mich anders reich sein, anstatt reich mit Karriere. Für Tino und das Postauto geht es jetzt die Serpentinen ins Tal hinunter. Ab Ofenpasshöhe sind es über 400 Höhenmeter bis zum ersten Dorf. Ja, es hat viele Herausforderungen. Es ist im Sommer viel Verkehr. Man muss immer bei der Sache sein. Es sind viele Fahrräder und Motorräder da. Viele Kurven, enge Stellen. Wir sind jetzt da in der Gemeinde Val Mischteir,
Das erste Dorf heißt Cierv, dann kommt Fudera, Valciava. Das Tal ist etwa 20 Kilometer lang und zählt ca. 1400 Einwohner. Die insgesamt 6 Dörfer sind seit 2009 in der Gemeinde Valmisteir vereint. Ein abgeschlossener Mikrokosmos. Hier liegt auch der Naturpark Biosfera Valmisteir. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Die meisten Landwirte produzieren inzwischen auf biologischer Basis. Da das Tal klimatisch vom Süden beeinflusst wird, kann man bis auf 1900 Meter Höhe Ackerbau betreiben. Davon profitieren auch Luciano und Gisela Beretta, die hier eine Brennerei haben und den hiesigen Bio-Bergweizen und die Biogerste verwenden. Da siehst du jetzt genau den Unterschied von Bio zu einem Acker im Flachland ohne kein Glyphosat, nichts. Also alles, Beikraut wächst alles mit, Blumen, alles zusammen. Klee, das ist ja das Schöne und das ist auch das, was du nachher schmeckst, den Unterschied. Ah, ja. Die Stärke von dem Geschmack. Was würden wir machen ohne Korn, ohne Bergweizen? Kein Schnaps. Bio-Swiss Bergweizen von Cierv. Schnaps, muss korrigieren, Brandwein. Kein Brandwein. Kein Likör, kein Eingelegte, kein Whisky, kein... gar nichts. Die Gegend ist in vielerlei Hinsicht besonders. Sie ist Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Engiadina Valmisteir. Nahe Cierv entspringt der Rombach. Der einzige Haupttalfluss der Schweiz, der nicht zur Stromnutzung dient. Er wird die Postautoroute von nun an begleiten und zieht sich parallel zur Strecke wie eine Lebensader durchs Tal. Die Sommer sind kurz in den Bergen. Der Schnee bleibt bis in die Sommermonate liegen. Luciano und Gisella müssen manchmal lange warten, bis sie die nächsten Zutaten ernten können. Siehst du doch, hä? Nein! Hol! Lucio! Doch, Lisi! Lucio! Ich habe schon graue Haare. Die Welt fliegt! Du, gell, du. Die brauchen wir. Also nur Blüten, die dort. Je nach Saison suchen wir bestimmte Pflanzen für bestimmte Produkte. Wir kaufen nichts. Man kann eigentlich viele dieser Aromen, die du siehst, kann man heute chemisch herstellen. Von Kümmel bis Anis bis bestimmte Blumendüfte. Und das machen wir nicht. Und beispielsweise brauche ich wilden Thymian und wilden Salbei brauche ich für viele unserer Produkte. Einfach als, du merkst ihn nicht, du kannst ihn nicht rausriechen. Aber wenn er fehlt, dann fehlt einfach was. Er muss dann da sein. Und ich muss aber warten, bis er reif ist, bis ich ihn finde. Hier ist noch ein kleiner Schachtelhand. Wenn du so willst, destillieren wir das Tal und tun es in die Flasche. Wir möchten, dass die Leute die Aromen dieses Tals, nicht nur die frische Luft, der Geschmack der Erde, des Waldes, der Flora, dass sie das mitnehmen. Die moderne Brennanlage wird mit Holz befeuert. Zeit und Geduld spielen für Luciano und Gisella eine wichtige Rolle. Die Maische, ein Mehl-Wasser-Gemisch, ist Grundlage für ihre Produkte. Ich habe jetzt 23, das ist perfekt. 23 Öchsle, Zucker abgebaut, Alkohol parat, rein in die Brennblase. Bio-Berggetreide und Quellwasser aus dem Tal wurden schon vor rund 3 Monaten erhitzt. Die sogenannte Maische dann in Fässern Natur vergärt. Ist die optimale Gärung erreicht, wird es Zeit zu destillieren. Die Maische ist rein und dann kocht die Maische. Das heißt, wir trennen der Wasserdampf, Alkoholdampf, Geschmack und Aroma, das muss in die Flasche. Dann geht der Dampf oben
wird abgekühlt, aber nicht zu viel. Das ist auch ein Geheimnis. Dann geht der Dampf rüber, kommt hier, wird kondensiert. Und hier, was rauskommt, ist richtig gesagt Branntwein. Oder auf Romanisch ist Minars gebrannter Wein. Der Branntwein ist die Grundlage für ihre Produkte. 36 Brände und Liköre fertigen Luciano und Gisella. Die meisten sind goldprämiert. In der kleinen Brennerei finden auch Verkostungen statt. Heute sind Familie und Freunde zum Probieren da. Unser Postauto bringt uns 50 Personen, wenn es voll ist. Jede Stunde. Aber es ist nicht immer voll. Unser Postauto ist unser Leben. Ja. Es bringt uns auch Leute. Und das sind genau unsere Kunden. Die es schätzen, die der Natur Sorge tragen wollen, die die Ruhe genießen, nicht Rambazamba, und wandern oder biken möchten. Und die kommen mit dem ÖV. Gisella serviert ihren Gästen heute einen Bachelor Sour mit Arvenzapfenlikör, Zitrone, Blumen und Sekt. Wir brennen für dieses Tal. Diese Natur muss geschützt werden, sie ist einmalig. Die ganze Natur ist einmalig. Aber hier, was man hier erlebt und sehen kann, das muss geschützt werden. Sie ist unser Lebensraum, unsere, wenn du so willst, unsere Fruchtblase. Ohne könnten wir nicht mehr. Wenige Kilometer weiter liegt das Dorf Fuldera mit seinen knapp über 100 Einwohnern. Dort ist der 31-jährige Tino aufgewachsen. Und eben dort wohnt er heute mit seiner Frau Angela und Söhnchen Alessio. Die Arbeit verbindet einen mit dem Ort, wo man lebt. Auf der Ofenpasshöhe, Sisom Gewe, ist ganz ein schöner Ort. Fuldera ist auch ein schöner Ort. Da bin ich auch aufgewachsen. Ich kenne jeden. Dann sehe ich meine Familie viel, wenn sie auf dem Balkon sind oder auf der Terrasse. Das gibt Freude, da zu arbeiten, wo man Familie hat. Freut die, dass man arbeiten kann, wo man Familie hat. Oberhalb der Postautoroute ist Jatschen Andri Planta mit seinen Eseln und Kindern aus dem Tal unterwegs. Sie wollen die Tiere zur Almwiese hochbringen. Jatschen Andri ist Esellandwirt und Bergführer. Er besitzt 37 Esel. Der Esel überlegt die ganze Zeit, ist das gut für uns zwei? Ist das gut für mich und für dich? Und wenn etwas nicht passt, dann bleibt er stehen. Und das ist natürlich gut. Denn ein Pferd, der springt weg und der Esel sagt, nein, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Und das ist das Schöne am Esel. Jeder der Esel hat einen Namen und jedes Tier seinen ganz eigenen Kopf. Die Tiere geben Acht aufeinander und genießen die Zuwendung der Kinder. Man muss halt schon schauen, dass auch für das Tier gut ist. Also nicht nur, dass es für den Mensch gut ist, damit man wie so ein bisschen mit dem kommuniziert. Wenn er zu schnell geht, dann muss man so machen. Dann geht er wieder ein bisschen. Und wenn er stur ist, dann muss man einen Kreis machen und nachher weitergehen. Wir wissen, wie sie ticken. Wir wissen, von was sie Angst haben. Wir wissen, ob sie lieber in Gruppen sind zum Reiten oder so, oder lieber alleine. Und mit wem sie am liebsten sind. Für Jatschen Andri sind die Esel wertvoll. Sie sind nicht nur friedlich, sondern auch vielseitig einsetzbar.
Es ist etwas Spezielles. Es ist schon speziell. Man hat Agrotourismus, man hat die Esel zum Herdenschutz gegen Bär und Wolf, wo die Schafe sind. Man hat die Esel zum Biotoppflege. Und das ist ein Privileg, hier im Münstertal ein bisschen Land zu haben und mit diesen Tieren zusammenleben zu können. Es geht weiter durch die schmucken Dörfer des Walmischstein. Sprachlich sind die Menschen hier dem Unterengadin zugewandt. Es tönt der rätoromanische Dialekt Jauer. Viele Häuser sind verziert mit Sgraffito-Ornamenten. In Santa Maria wartet eine der zwei engsten Abschnitte der gesamten Strecke auf Postautofahrer Tino. Man muss überall aufpassen, überall konzentriert bleiben. Wo es wirklich eng wird, ist in Santa Maria oder in Glurms. Da muss man sich noch mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber sonst muss man auch immer konzentriert bleiben. Das Dorf Santa Maria liegt im mittleren Tal. Rund 300 Menschen leben hier. Das Charakteristische? Bereits von der Straße aus hört man ein lautes Klappern. Jeder Webstuhl erzählt eine Geschichte, jeder Webstuhl hat eine Geschichte und viele, viele Weberinnen sind da gesessen und haben gelacht, geweint, gewoben. Und oft habe ich mir gedacht, dass ist ein bisschen wie ein Orgelspiel, wegen der Tritte, ja, dass man so die Tritte bewegt. Und wirklich, jeder Webstuhl hat einen anderen Klang. No? Und jede Weberin klingt anders. Direkt an der Postautoroute liegt eine der drei letzten Handwebereien der Schweiz, die Tessander. Das Handwerk wird hier von Generation zu Generation weitergegeben. Manch ein Webstuhl erzählt hundertjährige Geschichte. Das Weben ist für mich Leidenschaft und ich mache das jetzt schon seit ich Kind bin. Ich habe es ja von meiner Mutter schon gelernt. Für Martina Marcona Moser ist es ein besonderer Tag. Sie hat ein neues Produkt gewoben, einen großen Foulard. Der soll heute das erste Mal begutachtet werden. Ich habe immer gewisse Anspannung, bis ich das Gewebe zum ersten Mal ausschneide und es messen kann, es vergleichen. Und wenn es so in der Hand liegt oder sich anfühlen darf. Gemeinsam mit Geschäftsleiterin Maja Repele kontrolliert Martina den neuen Foulard. Verwebt wurden nur ausgewählte Naturgarne, Seide, Baby-Kamelhaar und Kaschmir. Wochenlang haben die Frauen auf diesen Tag hingefiebert. 1,31 Meter. 1,31 Meter. Und in der Breite? 26,5 Meter. Okay, dann kannst du weiterweben. Und wir geben das Lisa. Kann sie das schneiden, nähen, waschen, Waschtest? Und dann sehen wir, wie sich das verhält und machen wir weiter. Das ist jetzt der erste Moment, wo wir das Gewebe in den Händen halten können. Und man weiß nie so genau, wie entwickelt sich ein Stoff, mit welchem Garn. Und wie sind die Farbkombinationen? Wir haben da nicht groß gemustert, wir haben einfach das Garn gekauft und gedacht, das würde, diese Farbkombinationen würden zusammenpassen. Und und jetzt sehen wir das zum ersten Mal. Das kann man noch besprechen, was man schön findet, wenn es mal fertig ist.
Sie finden es schön. Bei uns gibt es keine synthetischen Stoffe. Und Handweben ist eben ein sehr altes und aufwendiges Handwerk. Und ein Webstuhl einzurichten dauert 25 bis 40 Stunden. Und erst dann kann mit dem Weben begonnen werden. Das ist alles sehr viel Know-how, das auch nicht in Büchern vorhanden ist. Das ist in den Köpfen der Weberinnen. Die Handweberei Tessander wurde 1928 mit dem Zweck gegründet, den Frauen im einst armen Bergtal die Möglichkeit zum eigenen Verdienst und eine Ausbildung zu bieten. Auch heute arbeiten noch ausschließlich Frauen in der Weberei. Die jungen Menschen müssen für weiterführende Schule und Studium das Tal verlassen. Einige kehren danach nicht mehr zurück. Anders war es bei Joanna Hohenecker. Ich wollte hier im Tal bleiben und etwas Kreatives machen. Und es ist schwierig, hier eine Stelle zu finden, wo man handwerklich als Frau arbeiten kann. Und dann habe ich geschnuppert und das hat mir sofort gefallen. Das ist ein Zettelbaum. Hier werden die Fäden aufgedreht zu einer Kette. Die ist jetzt aufgeteilt, immer 5 Meter eine Runde. Und hier müssen wir ein Fadenkreuz machen, die Faden ordnen, damit wir nachher am Webstuhl keine Probleme haben, dass keine Knoten entstehen oder dass wir einfach dann exakt arbeiten können. In der Weberei arbeiten Frauen aus Graubünden und Südtirol Hand in Hand. Nino fährt jeden Morgen über die Landesgrenze in die Schweiz. Man kann nicht ein Tal trennen. Ein Tal gehört zusammen. Und es ist schön, wenn die Menschen haben die Möglichkeit, durch den Postauto oder so, den Tal wirklich zu erleben. Wenn das Walmischteir morgens erwacht, herrscht friedliche Stille. Das Leben hier spielt sich rund um den Rombach ab. Er ist Lebensader. Wie auch die Postautoroute, die sich Seite an Seite mit ihm durchs Tal schlängelt. Über 200 Kilometer legt Tino hier jeden Tag im Postauto zurück. Man fühlt sich stolz. Man kann ein großes Postauto feinfühlig fahren. Das gefällt mir gut. Die Leute, die mitfahren, klatschen. Man bekommt Komplimente. Das macht einen stolz. Ende Juni steht der Almauftrieb an. Ein paar Wochen später als sonst. Der Winter war streng und schneereich. Über die Umbreil-Passstraße geht es hoch ins steile Gelände. Landwirtschaft spielte immer eine große Rolle im Münstertal. Dank dem südlichen Klima kann noch auf 2600 Meter über Meer geweidet werden. Neben Getreideanbau und Rinderzucht spielt die Milchproduktion eine wichtige Rolle. Diese Kühe werden erst im Herbst ins Tal zurückkehren und bis dahin auf Almwiesen in den Bergen unterwegs sein. Die Kühe, die Richtung Alprazura in die Berge ziehen, kommen aus Santa Maria und vom Kloster St. Johann. Das Weltkulturerbe-Kloster ist das Wahrzeichen des Tals und steht im Hauptort Müstair, am östlichsten Zipfel der Schweiz. Sie trägt das Böse nicht mehr, sie freut sich nicht über das Unrecht. Hier begegnen sich benediktinischer Alltag, Kulturpflege, Kunst und Forschung.
Die Kirche beherbergt den größten und besterhaltenen Freskenzyklus aus dem Frühmittelalter. Der Legende nach gründete Karl der Große das Kloster 775, nachdem er auf dem Umbrailpass in einen Schneesturm geriet und nur knapp mit dem Leben davonkam. Seit dem 12. Jahrhundert ist es Frauenkonvent. Seit 1983 zählt es zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schwester Birgitta ist morgens die Erste in der Kirche. Das macht mir auch Freude, für den lieben Gott so vorzubereiten, weil es ist überwältigend, einfach das Erste, wenn man hier zur Kirche kommt, weil die Ruhe ist da und eben man hat den lieben Gott ganz alleine für sich. Die letzten Hüterinnen des Klosters sind 9 Schwestern. Sie arbeiten, beten, leben im Kloster. Schwester Birgitta ist für die Sakristei zuständig. Die Kerzen, nämlich die einfachen, weil die alten Kerzenständer sind teils im 17. Jahrhundert oder so und auch 18. Und die kann ich nicht einfach so machen. So habe ich tagsdurch die einfachen Kerzenständer und morgen habe ich dann wirklich die schönen. Schwester Domenica spricht Rätoromanisch. Auch das Vaterunser betet sie in ihrer Heimatsprache. Amen. Ich bin hier in Steyr aufgewachsen und schon als kleines Kind mit den Eltern hierher gekommen. Und dann all die Jahre in der Schulzeit. Und ich bin immer glücklich gewesen hier an diesem Ort von Kindheit an auf und jetzt auch als Klosterfrau. Ist wie eine Heimat. Und dieses Kloster, diese Kirche selber habe ich auch lieb. Einfach lieb, wie man so eine Mutter liebt. Die Kirche bildet zusammen mit Kirchturm und dem Planterturm mit seinen hohen Schwalbenschwanzzinnen die unverkennbare Silhouette von Müsteyr. Schwester Domenica war 25 Jahre alt, als sie ins Kloster eintrat. Ihr Lieblingsort, damals wie heute, ist das Fenster mit Blick gen Südtirol, oben im Planterturm. Manchmal bin ich am Sonntag nach dem Gottesdienst da herauf. Das war da so still. Und wenn ich da oben sitze und hinausschaue, sehe ich mein Elternhaus. Und da habe ich, ja besonders am Anfang hatte ich Heimweh, habe ich hinausgeschaut und gedacht, ja, wo sind sie jetzt? Oder sind sie in der Küche, sind sie in der Stube? Und es war doch noch ein Heimweh in mir drin. Und habe mir schon gedacht, wie erleben die das, dass ich jetzt nicht mehr draußen bin. Aber ich erlebe es am Anfang ganz schmerzlich. Noch bis ins 20. Jahrhundert waren in diesem Wehrturm die Schlafräume der Novizinnen untergebracht. Schwester Domenica spaziert gerne durch die uralten Gebäude und weiß noch, wie hin und her gerissen sie war, als sie vor über 50 Jahren ins Kloster eintrat. Das ist zuerst ein Schmerz und nachher eine Freude. Da findet man Erfüllung und ich wollte ja immer in einer Gemeinschaft sein. Ich habe mir oft gedacht, wenn ich jetzt heiraten würde, dann muss man ja mit einem Mann zufrieden sein. Und mehrere Männer darf man nicht haben. Also was gibt es denn noch für Alternativen? Habe ich so gedacht. Da war dann eben dieser Ruf da, ja, das Kloster. Das Kloster ist wie eine Wüste, wo man sich zurückziehen kann. Bei mir ist das alles gut gegangen. Auch die Gemeinschaft hat gestimmt für mich.
Fährt man auf der Postautoroute weiter, so erreicht man schon nach etwa einem Kilometer die Grenze zu Italien, Südtirol. Ich könnte mir nie vorstellen, von hier wegzugehen, weil hier ist meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde. Da bin ich aufgewachsen und da fühle ich mich wohl. Man hat alles, was man braucht, und man hat noch mehr als das, was man braucht. Man hat seine Heimat da. Wir sind jetzt an der Grenze zu Südtirol, Italien. Ich mache darauf aufmerksam, dass in Italien Sicherheitsgurttragepflicht ist. Besten Dank. Das Münstertal verbindet den Schweizer Kanton Graubünden mit dem Finchgau. Der größere Teil des Tales liegt auf Schweizer Boden. Lediglich die Gemeinde Taufers, auf ca. 1200 Meter über dem Meeresspiegel, gehört zu Südtirol. Hier, oberhalb der Postautoroute, treffen wir Handweberin Nino wieder, die mit Schmetterlingskenner Hans-Urli Grunder und einem Freund, Bernd Christandl, unterwegs ist. Hier findet sich auf kleinem Raum am sonnigen Hang eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Ein wahres Schmetterlingsparadies. Der Turnauner Schuttkegel ist der letzte weitestgehend unberührte Schuttkegel im Finchgau. Eine Hinterlassenschaft der geschmolzenen eiszeitlichen Gletscher. Schmetterlinge haben immer die Tendenz, hochzusteigen. Mhm. Und darum muss man das Netz, wenn man ein Tier gefangen hat, muss man immer hochhalten, weil sonst würden die oben rausfliegen. Also hält man das Netz hoch, muss man mit diesem Becher rein und dann muss man schauen, dass man ihn dann nicht beschädigt. Und dann ist er hier drin. Und dann muss man schauen, dass er sich nicht beschädigt oder rausgeht. Weil viele Bläulinge haben am Saum ja da viel stärkere Punkte. Der hat da praktisch nichts. Das ist ein Männchen. Die Männchen sind eben so schön himmelblau. Das Weibchen ist eher unscheinbar braun. Die Fransen sind außen ganz fein mit schwarzen Strichlein. Und darum ist er leicht zu erkennen. Der Zahnflügelbläuling ist ein seltener Bläuling. In der Schweiz nur in wenigen Gegenden zu finden. Der Weg führt an einem sogenannten Wal entlang. Diese Wasserläufe dienten früher zur Bewässerung der Felder. Heute tummeln sich hier vielerlei Tier- und Pflanzenarten. Es ist die Kombination aus Trockenbiotop, und zwar völlig ungenutztem Trockenbiotop, felsdurchsetzt mit sehr vielen interessanten Pflanzen. Dann haben wir hier das Wasser und dann weiter unten, wenn man da runterschaut, da kommt dann Laubwald, es kommen interessante Baumarten, interessante Straucharten. Und das Münstertal ist ja gegen Süden eigentlich eben ohne Pass verbunden. Und ich denke, da gibt es eben sehr viele südliche Arten, die da das Winschgau hochkommen, dann den Eingang finden ins Münstertal und hier halt dann ihren Lebensraum finden. Ist im Oberfinchgau aufgewachsen. Das ist ein tiefes Gefühl. Wir sind als Kinder oft sonntagnachmittags zum Spazieren oder Kastanienbraten hergekommen und auf den Bäumen herumgeklettert. Ja, man kann es nicht beschreiben, aber man fühlt sich schon verbunden. Bernd und Nino engagieren sich hier gemeinsam für eine Initiative zur Erhaltung der Naturlandschaft. Hier im Münstertal habe ich so irgendwie eine Ruhe gefunden. In diesem Tal, in dieser Geschichte, in den Landschaften, diese Wahlwege, die erzählen Geschichte. Die ganzen Häuser sind, die meisten Häuser sind alt. Wir reden nicht von so kleinen Wohnungen, 500 Jahre alte Häuser. Und alles erzählt etwas. Und das fasziniert mich.
Schmetterlingsliebhaber Hans Urli beobachtet nicht nur die Tagfalter, sondern auch die Nachtfalter. Er hat über Jahre hinweg an seiner Ausrüstung gefeilt und sie immer weiter perfektioniert. Grundsätzlich ist es so, dass die Tagfalter nachts nicht aktiv sind. Du wirst ganz selten einen Tagfalter am Licht finden. Es gibt aber trotzdem viele Nachtfalter, die auch am Tage aktiv sind. Aber jetzt kommen eigentlich ausschließlich nachtaktive Nachtfalter. Und das Licht ist schon speziell ausgerichtet, dass es Insekten anzieht. Das heißt, es hat einen hohen Ultraviolettanteil. Das ist für Insekten sehr attraktiv, für uns nicht sehr gesund. Also man sollte nicht zu lange in diese Leuchten reinschauen. Seit über 50 Jahren sammelt Hans Urli Schmetterlinge. Über 1000 Arten hat er allein im Valmisteir entdeckt. Inzwischen arbeitet er auch mit der ETH Zürich zusammen. Heute zeigen sich der kleine Weinschwärmer, der schwarze Bär oder der Brombeerzünsler. Doch dann entdeckt Hans Urli einen Falter, den er hier noch nie gesehen hat. Ein Schlehenbürstenspinner, wie sie später herausstellt. Seit 1942 wurde der in dieser Gegend nicht mehr nachgewiesen. Und du hast den Post zu viel gedacht. Ja. Beruhigt dich. Ja, schön. Also das ist ein Tier, das ich natürlich mitnehme. Das lasse ich jetzt nicht hier. Aber ich fotografiere immer zuerst noch, weil eben nicht. Also natürlich, wegen dem geht man natürlich auch raus, dass man solche Belege dann wirklich auch registrieren kann. Ich kann natürlich dann überall erzählen, ich hätte den und den gesehen. Sagen, ja, kann ja jeder erzählen. Oder? Und wenn du natürlich ein Belegexemplar hast, dann hast du das eben. Also. Ja, das gibt es spannend. Wir verlassen das Münstertal und fahren weiter durchs Finchgau. Das Ende der Postautoroute nähert sich. Im Tal wird das Klima mediterraner. Kurz vor Ende der Route geht es durch die alten Stadtmauern von Glurns. In der kleinsten Stadt Südtirols herrscht südliches Flair. Ringmauer, jahrhundertealte Bürgerhäuser und enge Gassen versprühen mittelalterlichen Charme. Für das Postauto folgt der heikelste Punkt der Strecke. Wo es wirklich ganz eng ist, ist die kleine Stadt Glurns. Das Glurnser Tor. In dem Moment muss man sich hundertprozentig fokussieren. Langsam durchfahren. Unsere Reise geht zu Ende. In wenigen Minuten wird das Postauto die Endstation in Malz erreichen, nach 1,5-stündiger Fahrt und gut 50 Kilometern. Die Schweiz und Italien, verbunden über einen Pass und durch ein Postauto.